Algen sind ein häufiges Problem in Aquarien. Sie wachsen nicht nur auf Wurzeln, Steinen und Blättern der Wasserpflanzen, sondern legen sich auch auf den Scheiben des Beckens an. Das sieht zwar unschön aus und mindert die Sicht in das Aquarium, ist aber in der Regel ungefährlich. In den meisten Fällen liegt die Ursache in einem Nährstoffüberschuss. Solange dieser vorhanden ist, werden die Algen immer wieder kommen, allerdings kann man entgegenwirken. Ich habe mein Aquarium 2 Wochen lang nicht mehr gereinigt, deswegen wird es Zeit, einen Teilwasserwechsel zu machen. Das hilft dabei, die Nährstoffe im Wasser zu reduzieren. Das ideale Werkzeug dafür ist eine Saugglocke, mit der sich der Bodengrund aufwühlen lässt. Dabei wird, zusammen mit dem Wasser, überschüssiger Mulm abgesaugt. Der schwere Kies sinkt wieder nach unten und bleibt im Becken. Mulm ist grundsätzlich nichts Schlechtes, im Gegenteil. Er liefert die Grundlage für verschiedene Mikroorganismen, die unter anderem für den Schadstoffabbau im Aquarium wichtig sind, aber auch Düngestoffe für die Aquarienpflanzen bereitstellen. Zu viel Mulm sorgt aber für ein Ungleichgewicht und sollte deswegen entfernt werden. An den Scheiben ist nun noch deutlicher zu erkennen, dass sich ein feiner Algenbelag gebildet hat. Um ihn zu entfernen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich benutze am liebsten einen feinporigen Schwamm. Für hartnäckigere Algenbelege kommt gelegentlich auch ein Scheuerschwamm zum Einsatz. Diesen benutze ich allerdings vorsichtig, denn an Kratzern auf den Scheiben setzen sich die Algen noch leichter an. Der feinporige Schwamm wirkt wie ein Radiergummi und entfernt feine Belege mühelos von den Scheiben. Mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck lässt sich das Glas sehr gut von den Algen befreien. Auch für das Reinigen der Ecken sind diese feinen Schwämme sehr gut geeignet. Hier sieht man oberhalb des Wassers deutliche Kratzspuren am Glas, die durch das Benutzen des Scheuerschwamms entstanden sind. Unter Wasser fallen sie nur auf, wenn sich Algen daran festgesetzt haben, aber ich bevorzuge dennoch die sanftere Methode mit dem feinporigen Schwamm. Hier können keine Schäden am Glas entstehen. Ergänzend zu den Schwämmen gibt es noch die Möglichkeit, hartnäckige Algenbelege oder auch Verkalkungen mit Klingen zu entfernen. Das halte ich persönlich allerdings für keine gute Idee, da sich dabei Kratzer im Glas kaum vermeiden lassen. Besser sind hier Materialien aus hartem Kunststoff, wie zum Beispiel alte Kreditkarten, geeignet, mit denen sich das Glas ebenfalls reinigen lässt. Im Fachhandel werden außerdem Magnete mit einer aufgeklebten, rauen Scheuerschicht angeboten. Sie haben den Vorteil, dass man die Innenseite der Scheiben putzen kann, ohne sich nass zu machen. Abgesehen davon sehe ich hier aber keine Vorteile zu gewöhnlichen Schwämmen. Chemische Mittel gegen Algen sollten nur im äußersten Notfall eingesetzt werden. In den meisten Fällen sind die Ursachen für die Algenbildung harmlos und ein regelmäßiges mechanisches Beseitigen in Kombination mit Wasserwechsel reicht völlig aus.